und willkommen bei Let's Talk About Horror. Der Podcast für Horrorfans von Horrorfans. Hallo liebe Leute und willkommen zu einer neuen Ausgabe von Let's Talk About Horror. Dies ist die erste Episode, die ich je hochgeladen habe. Jetzt ist allerdings ein Jahr seitdem vergangen und dadurch, dass es zu dem Zeitpunkt noch keine Musik und keine Sprecherin gab, also noch kein vernünftiges Intro, habe ich mich dazu entschieden, ein Jahr später das noch einmal nachzuholen. Die Tonqualität vor einem Jahr war natürlich auch noch um einiges schlechter, erst recht meine eigene, weil ich zu dem Zeitpunkt noch kein richtiges Mikro hatte und deswegen ist die Qualität der neuen Folgen natürlich besser als die der alten Folgen. Bekommt also keinen Schreck, wenn ihr jetzt hier die etwas schlechtere Tonqualität meinerseits zu hören bekommt. Auch ist es hier noch nicht so gewesen, dass man den Film von Anfang bis Ende durchgesprochen hat, sondern die ursprüngliche Idee vorher war, dass man einfach über den Film redet, dass die Filme von Anfang bis Ende durchgesprochen werden. Diese Idee kam erst einige Wochen später. Dann wünsche ich euch jetzt viel Spaß bei der ersten Folge von Let's Talk About Horror, und zwar Tanz der Teufel mit Toni. Hallo Toni. Nabend, grüß dich. Schön, dass du dabei bist, freut mich sehr. Mich auch. Ja, ich bin ja relativ erstaunt, dass die Idee, die ich da hatte, so gut angenommen wird. Also ich habe da jetzt wirklich ja mit sehr vielen geschrieben und freut mich, dass das so gut angenommen wird und dass das Interesse an Horrorfilme dann auch wirklich und gerade auch an deinem Podcast so extrem dass es das auch noch nicht gibt, hat mich auch überrascht. Ich hätte gedacht, sowas wird schon geben. Im amerikanischen Markt sind mir ein paar aufgefallen. Das stimmt. Aber sonst im deutschsprachigen ist da nahezu tote Hose. Ja, das stimmt. Das ist mir tatsächlich auch aufgefallen. Ich habe gedacht gehabt, so ein Podcast über Horrorfilme zu finden. Ich guck mal, vielleicht. Ja, gar nichts gefunden. Und dann kam ich dann eben auf die Idee, dann machst du doch eben selber einen. Ja, und jetzt sitzen wir hier. Sehr schön. Sehr schön. Ja, freut mich, dass es klappt. Wir reden heute über Tanz der Teufel, haben wir uns vorgenommen. Und genau, ein Klassiker. Ein Klassiker, genau. Und du kannst dir aber auch nicht vorstellen, wie viele Leute, die mich angeschrieben haben, über Tanz der Teufel sprechen wollten. Also ich kann es dir nicht sagen, wie viele. Aber ich musste mich jetzt natürlich für irgendjemanden entscheiden und du bist es jetzt geworden mit Tanz der Teufel. Danke. Ja, kein Problem. Gut, dann würde ich mich doch einfach mal interessieren, nenn mir doch einfach mal kurz die ersten Gedanken, die du an Tanz der Teufel hast. Wann hast du den zum ersten Mal gesehen? Sagen wir es so, nicht der FSK entsprechend. Okay. Damals, das lief damals so, ich war höchstens 16 oder so, dort kursierten in der Schule sogenannte Videokassetten, damals noch. Ich kenne das noch. Und die waren... Deswegen, und da war eine unbeschriftete mir mal zugespielt worden vom Kumpel, und da waren zwei Filme drauf. Ja. Der eine, über den wird vielleicht auch irgendwann mal gesprochen, über den Jenseits. Okay. Und dann kam dieser komische Film, The Evil Dead. Ja. Und Mann, das ging echt nicht gut aus. Tatsächlich. Was würdest du sagen, wann war das? Was war das so für ein Jahr? Moment, muss ich mal rechnen. 78, das muss. Das war ungefähr. 95, 96 muss das gewesen sein. Okay, alles klar. Okay, gut. Ja, also, und hat er dann damals dann aber auch dann noch diese Wirkung gehabt, die er haben sollte? Also hat er dich wirklich geängstigt und gegruselt dann? Also ich muss zugeben, ich kannte nichts davon. Ich wusste auch nicht, was mich erwartet. Ja, ja. Ich hatte nur mal als Kind, da hatte ich schon, hätte ich gesagt, Schiss davor, in den damaligen Videotheken mal Werbeplakate gesehen. Ja. Aber ich hatte da keine Verbindung hergestellt. Ich weiß auch nicht, wo dieser Film damals herkam, da im Vorspann nicht Tanz der Teufel stand, sondern The Evil Dead. Ja, ja. Deutsche Fassung. Aha. Also der Film hat einen bleibenden Eindruck hinterlassen damals. Ja, okay. Also bei mir ging das damals so, dass es gab damals so eine bestimmte Reihe von Filmen, also so ein paar Filme, die absolut verboten waren. Die durfte ich nicht sehen. Das war natürlich Tanz der Teufel, Der Exorzist, Die Fliege mit Jeff Goldblum und Braindead war es auch. Und das waren alles so Filme. Oh ja, das wäre auch ein Thema.
Ja, genau. Allein darüber kann man ja ewig reden. Und Tanz der Teufel war damals dabei. Ich durfte halt diesen Film absolut nicht sehen. Und ich erinnere mich noch an meinen Bruder, der ist 5 Jahre älter als ich. Und er kam eines Tages nach Hause und er war auf den Beinen praktisch wie Pudding, musst du dir vorstellen. Und dann hatte er sich umgezogen und hat dann zu mir gesagt: Alexander, ich habe einen Film gesehen. Alexander, guck dir diesen Film niemals an. Niemals angucken. Also der war wirklich, der war so richtig, der war kurz vorm Wahnsinn. Und ich habe ihn dann viele, Oh. viele Jahre später mal gefragt, von welchem Film er da geredet hat eigentlich. Und dann hat er dann gesagt, dass es Tanz der Teufel war. Und das war, ich schätze mal, dass das so 1990, 91 gewesen ist. Das weiß ich, wohnten wir noch in einem anderen, mein Elternhaus war dann noch ein anderes damals. Und das war schon wirklich ein ganz schönes, ja, das blieb mir halt so hängen. Und dann habe ich ihn irgendwann gefragt, was das war. Und dann sagte er, Tanz der Teufel. Ein Klassenkamerad aus der Berufsschule hatte den auch auf VHS damals. Und der hat ihn mir dann mal geliehen. Und ich muss sagen, aber ich war natürlich aber auch schon, für mich war das, glaube ich, so 2001 oder 2002. Da war ich also schon 21, 22 und da hat der mich jetzt nicht fertig gemacht, weil ich natürlich zu dem Zeitpunkt dann schon anderes gewohnt war. Ja, das Deswegen. war eher auch mein Problem. Was heißt Problem? Ich wurde darauf, ich sag mal, man hat es seinen Eltern natürlich nicht erzählt. Ja. Das Maximalste so von Gewalt war damals noch das Alien oder ganz schlecht noch die American Fighter Filme und sowas. Ja. Ich war nicht vorbereitet auf das, was da auf mich zukommt. Ja, okay. Und was ist so diese Szene in dem Film, die dich so absolut am schlimmsten gepackt hat? Oder gab es jetzt nicht eine Szene speziell, sondern war es wirklich der ganze Film? Also der ganze Film war schon auf jeden Fall beeindruckt. Ich fand immer, was heißt, das war eigentlich die simpelste Szene, die ich am coolsten fand. Und zwar von the Evil, also das Böse, also diese Kamerafahrt. Ja, das war cool, ne? Da frage ich Das mich war, heute oder? noch, wie sie das gemacht haben, wie die Kamera so schnell über das Wasser ist, ne? Weil die ist ja Ja, es wirklich. manche Szenen, das wurde später erzählt, in manchen Szenen, die jedenfalls auf dem Land gemacht wurden, Ja. da haben die einen Rollstuhl verwendet. Rollstuhl. Ja, die haben die Kamera auf den Rollstuhl gepackt und wenn der Boden, wenn es Sequenzen waren, wo der Boden einigermaßen eben ist, haben sie die verwendet. Die hatten nicht viel Geld. Die Ja, mussten die sich was hatten ja so. einfallen lassen. Das war ja völlig low budget. Das war ja einfach nur so. So im Freundeskreis haben die den ja gemacht, ne? Ganz genau. Aber wäre es nicht einfacher gewesen, mit der Kamera einfach zu rennen durch den Wald, anstatt einen Rollstuhl zu benutzen? Ja, das war das Problem. Damals war die Technik, glaube ich, noch nicht so weit. Der Film ist ja 1983 gedreht worden. Ja. Sowas wie eine vernünftige Steadicam oder so gab es ja wirklich noch nicht. Ja. Oder natürlich nur in den teuren Ja, Hollywood-Produktionen. richtig, natürlich, ja. Das macht Sinn, ja, das stimmt. Ja, Die mussten sich auch einfallen lassen. ja, das haben die aber auch gut gelöst, finde ich. Also das mit dem im Wald. Aber es ist ja auch so am Anfang so, dass die Kamera ja aber auch durchs Wasser geht. Und Ja, das weiß ich nicht, wie sie das gemacht haben. ja, da bin Nein, ich aber das auch ist. echt überrascht, weil wenn die jetzt ein Boot gehabt haben, hätten die mit dem Boot ja aber auch nicht so schnell unterwegs sein können durchs Wasser. Ne? Ganz genau. Also da hätte ich jetzt eher gedacht, dass sie die vielleicht eher irgendwie an einem Stock oder irgendwie so vielleicht übers Wasser gleiten lassen konnten, die Kamera oder irgendwie so. Also ich habe keinen Schimmer. Ich bin da jetzt völlig. Das habe ich jetzt noch nicht gehört. Aber das fand ich schon, wenn man bedenkt, dass das 40 Jahre her ist, schon sehr beeindruckend. Und dann so für Low-Budget-Produktion haben die das gut gemacht. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja, mittlerweile ist der Film ja schon seit Ewigkeiten nicht, oder was heißt seit Ewigkeiten, nach Ewigkeiten meine ich, nicht mehr indiziert. Ne? Er ist ja jetzt endlich frei. Ja. Und dann ja auch nur ab 16. Ne? Das muss man sich mal vorstellen. Ganz genau. Ist das Ich nicht habe den krass? hier jetzt mal hier liegen neben mir. Das ist dann die Zweitdisc-Version von Renaissance Pictures. Ja. Das ist jetzt, da muss man echt lachen, dass das Ding für ein Zehner kriegst du das in jedem guten Laden, sage ich mal, Ja. ab 16 als Doppel-Blu-ray. Wenn ich daran denke, was das für ein Aufwand war, sonst an eine ungekürzte Fassung zu Das kommen, stimmt. Das ist verrückt, oder? Über das ist Jahrzehnte Wahnsinn. hinweg. Ja, deswegen, das ist schon so falsches Kino. Daneben liegt mein kleiner geheimer Schatz, eine damalige VHS-Kassette, die ich mir aus der USA bestellt habe, Ach ja. von Anchor Bay damals. Und das Ding war 1998 erschienen. Auch noch NTSC-Format. Also Ja, ich das habe mir dann auch sogar noch. VHS Player für NTSC-Format auch noch Wie geholt. konntest du das denn abspielen? War das möglich? Ja, deswegen, das war ja damals noch nicht so ganz so einfach, aber ein paar Fernseher kamen da ja schon aus mit 60 Hertz-Modus und damit Ja. konntest du dann den NTSC-Modus darstellen. Aha, und da musstest du ihn aber auch noch auf Englisch gucken, ne? Ja. Wobei das aber nicht so Aber anders war es problematisch ja ist, nicht ne? möglich.
Ja, deswegen, anders war es ja nicht möglich. Ja. Oder so gut wie unmöglich, sage ich. Ja. Ich habe in einer der vielen Facebook-Gruppen über Horrorfilme mit jemandem mal diskutiert. Und zwar war mal irgendwie die Rede davon, dass jemand sagte, er kann den Film leider nicht, also er konnte ihn irgendwie nicht schauen, weil er nicht auf Deutsch war. Wobei ich dann geschrieben habe, naja, also so viel bietet der Film jetzt nicht, dass du unbedingt alles verstehen musst. Ja, ich meine, der ist ja jetzt nicht so viele extrem schwierige Gespräche dabei. Und dann kam mir dann Nein. irgendwie so auf die Synchronisation zu sprechen. Wenn du den Film jetzt guckst, würdest du ihn auf Deutsch gucken oder würdest du jetzt original schon lieber vorziehen? Ich würde ihn noch auf Deutsch gucken. Ich Würdest bin du auf damit Deutsch groß gucken? geworden. Ja, ich würde ihn noch auf Deutsch gucken, weil es hat ein bisschen Nostalgie natürlich bei Ist dem Nostalgie. Film. Ja, das ist aber auch die Originalsynchro. Die haben wir nicht neu synchronisiert, ne? Also es ist kein Vermerk. Ich meine, dass es die Originale noch von damals Ja, ist. also ich würde das auch sagen, da zumindest wirkt und klingt sie so, also sehr, sehr alt. Ich denke, dass tatsächlich die alte Synchro ist. Ist dir mal aufgefallen, dass aber auch selbst wenn du den Film auf Deutsch guckst, dass teilweise Passagen kommen, die nicht synchronisiert sind? Also ganz, ganz Ja, häufig darüber hörst du war eine Englisch. alte, das ist ein altes Problem. Zum Beispiel, deswegen hatte ich zum Beispiel die alte hier mir vorliegende VHS bestellt, weil Ja. um 1998, wo ein Jubiläum war, frag mich, es waren glaube ich 20 Jahre oder so und so viele Jahre, war noch eine Unrated-Fassung von Evil Dead erschienen, die ist um ein paar Sekunden länger. Ja. Thema Begegnung im Wald mit der Dame. Sieht man ein bisschen mehr und so. Und die wollte ich unbedingt haben. Aber das Problem war später natürlich, dass diese Szenen nie synchronisiert wurden. Ah ja, okay. Und dann Ja. hat man die natürlich mehr oder weniger, es ging halt nicht anders, dann hat man die natürlich in Englisch draufgepresst. Ja, das ist natürlich auch das große Problem, was wir haben, ne? Wenn irgendwelche neuen Versionen rauskommen, die dann länger sind als früher, dann hat man die natürlich dann ja nicht synchronisiert. Oder die wurden dann synchronisiert, aber plötzlich mit anderen Stimmen, weil man sich ja nicht die Sprecher von vor 30 Jahren oder so geholt hat, ne? Ganz genau. Sehr schönes Beispiel war ja damals Dawn of the Dead, als sie den Ultimate Cut gebracht haben. Ja. Diese Sequenzen, das ist schrecklich. Die haben da ganz fehlbesetzte Stimmen genommen. Ganz schrecklich. Ja, weil die ja nur für diese paar Szenen, ne? Die haben sie halt, für, weiß vielleicht sind das sogar Mitarbeiter von der Produktionsfirma oder von der Synchronfirma gewesen. Ja, so kann, wer weiß. Könnte man Kann sein. tatsächlich so sagen, ja? Also eventuell, ne? Das ist wirklich genauso wahr. Naja, deswegen, weil. Ja, es war nie vorgesehen, die Fassungen so zusammenzufügen und alles. Ja, dann standen sie da. Ja, genau. Ja, das Problem gab es ja auch damals. Ich glaube, wir schweifen ab, aber ich wollte es trotzdem sagen: Bei der neuen Version von Der Exorzist von 2000 oder 2002, die haben sie ja komplett neu synchronisiert wegen dieser neuen Szenen. Ne? Wusstest du das? Nee, da bin ich beim Exorzisten, habe ich nur einmal eine Fassung gesehen, Ja. den Director's Cut mit dem berühmten Spinnengang und allem. Ja. Aber welche Synchro-Fassung das war, könnte ich dir nicht sagen. Also ich bin da wirklich entsetzt gewesen. Ich habe gedacht, ja, boah, die machen jetzt neue Synchro, weißt du, nach 30 Jahren. Und dann war das eine Katastrophe. Also die haben auch immer gesagt gehabt, irgendwie hat gesagt gehabt, das ist ja Bart Simpson für Arme, ja, also der Dämon, ne? Und wenn du dir die Ja. originale Synchro von 1973 anguckst, die ist unfassbar gut. Die ist wirklich richtig gut. Aber die neue Synchro dann von 2000 war furchtbar. Also das war grottig. Aber jetzt sind wir kurz abgeschweift. Bezüglich Tanz der Teufel, Ja. wir hatten jetzt gerade gesprochen wegen ein bisschen Englisch drin. Es gibt doch diese Szene, wo doch der, ich glaube, es ist Hal, ne? Da sein Freund, der heißt Hal, glaube ich. Ich Der glaube tut ja. doch eine von den Mädels, ich glaube, die Linda, die wird doch als erstes, verändert sie sich doch und schwebt doch dann doch, ne, dann da. Und dann wird sie Genau. doch, dann kriegt doch die andere den Stift in die Ferse gehauen und dann Den wird sie ja HB-Bleistift, genau. reingeschlagen in den Keller. Und wenn er dann mit dem Gewehr nach ihr schlägt, um das zuzumachen, also dieses Tor zuzuhauen und mit der Kette zuzumachen, da hörst du ständig, dass sie Join Us ruft. Also ständig auch in der deutschen Version. Es ist ständig Join Us, Join Us. Das ist aber so Müsste verzerrt. ich noch mal gucken. Müsste ich noch Bitte? mal gucken. Ja, kannst du ja mal Müsste schauen. Vielleicht, ist dir das noch nie aufgefallen? Jetzt bewusst? Nein. Ich war meistens eher so entsetzt, was da gerade passiert. Ah ja, du, ich glaube, das hängt aber auch damit zusammen, dass man tatsächlich, weil die Stimmen so verstellt und so verzerrt sind und aufgrund dieser Spannung in dieser Szene, man es tatsächlich gar nicht registriert, dass sie aber die ganze Zeit Join Us ruft. Und das ist, Ich kann mich ja, nicht guck dir daran. das mal an, vielleicht merkst du es oder Werde vielleicht ich erzähle ich machen. auch Unsinn, aber ich glaube eigentlich, das mal rausgehört zu haben.
Naja, es kommt auch, wie gesagt, das kann durch wieder durch Schnitt sein, weil ich kann mich nur meistens nur an diesen Singsang, an dieses Wir kriegen dich, wir Ja, kriegen dich ja. erinnern. Im Englischen Join Us, klar, das kenne ich durch das Tape. Ja. Aber ich werde es nochmal nach. Ja, kannst du ja mal schauen. Und deswegen, ich muss aber ganz ehrlich sagen, dass dieses bekannte Bild, wo sie doch immer durch diese halb geschlossenes Tor guckt, ne, wo also diese Falltür ist ja nur halb zu. Und das haben sie ja auch in dem Remake übernommen. Das fand ich, das ist ja auch klasse. Also ist auch richtig eklig, wie sie da rauslunzt, ja. Ich muss aber sagen, ich bin froh, dass sie dieses wir kriegen dich weggelassen haben in dem Remake. Zumindest in Ja, der das stimmt. Kinofassung, ne? Deswegen, das stimmt schon. Also, da bin ich sogar ein ganz großer Verfechter des Remakes. Also, ich bin schwerst begeistert, dass die das nicht an die Wand gefahren Ja, ich haben und auch. selbst für alte Fans was richtig Tolles abgeliefert Muss ich auch sagen, war klasse. haben. Das war wirklich hart. Natürlich ist man ein kleiner Wermutstropfen, wenn man dann liest, wie das normalerweise das Ende geplant war und so. Ich wäre dann im Kino schon fast aus dem Stuhl gesprungen, hätten sie das gemacht. Jetzt bin ich Das wäre neugierig, noch was richtig. genau hatten Sie vor? Jetzt bin ich mir nicht sicher, ob ich das weiß. Es war ja mal ein Gespräch beim Remake, da war ja auch Bruce Campbell mit beteiligt. Ja, genau. War ja mal ein Gespräch, dass Mila auf Ash trifft. Ach nee, das ist mir neu. Das wusste ich gar nicht. Und das kannst du nachschlagen in einschlägigen Websites. Und der Witz war, in der normalen Fassung ist ja Mila am Ende, flieht sie ja aus dem Wald und wird Ja. von einem Trucker aufgenommen. Ja, richtig, genau. In diesem Ende, was zuerst geplant war, war ein Pickup geplant und da wäre Ash drin gewesen. Ach ja, Das okay. wäre mega Hammer gewesen. Ja, das hätte natürlich die Leute extrem überrascht, ne? Ja, gut, da hatten ja alle so still ein bisschen auch drauf gehofft, dass das vielleicht auch mal ein Crossover gibt oder so, Ja. aber haben sie ja immer eine Absage erteilt. Aber sollte das denn nur Bruce Campbell als Darsteller sein oder sollte es auch der Ash-Charakter sein? Es sollte wirklich Ash sein. Ach ja, verrückt. Aber wie hätten Sie das Deswegen. denn erklärt? Warum fährt er in dem Moment mit dem Auto vorbei? Ja, aber es wäre einfach. Es ist Ash, es ist Coolness-Faktor. Ja gut, Also, es ist halt so ein Gag wäre es dann gewesen, eher am ja, Ende, ne? deswegen. Das wäre einfach nur cool. Das hätten sie wahrscheinlich im Kino nach dem Abspann dann gezeigt und dann so alle so. Ja gut, die Idee ist natürlich cool. Aber dass sie es jetzt nicht gemacht haben, okay. Vielleicht wollten sie aber auch vermeiden, dass das Publikum dann aus dem Kino lachend geht oder was heißt begeistert, weißt du, dass dann halt über diese Szene gesprochen wird und nicht mehr über den Film die 1,5 Stunden zuvor. Ne? Das war ja übrigens, das ist ja ein interessanter Faktor, den du gerade erwähnst, weil in der Neuverfilmung ist ja auch interessant, dass sie sich an der Atmosphäre und allem des ersten Teils orientiert haben. Sie haben nicht den Pfad von Teil 2 und Armee der Finsternis gewählt. Sie haben wieder einen knochenharten Horrorfilm geliefert. Da ist nichts lustig. Also ich hatte nichts zum Lachen, ehrlich gesagt. Nee, zum Lachen war da tatsächlich nichts. Das ist eigentlich ganz witzig gewesen. Mein Bruder hat damals zu mir gesagt, also der Ältere, der hat gemeint, stell dir mal vor, die haben Tanz der Teufel neu gedreht, also Evil Dead. Da habe ich gesagt, ja, kann ich dir jetzt schon sagen, habe ich keinen Bock drauf. Und dann meinte er, ja, können wir doch ins Kino gehen? Nö, habe ich so gesagt, muss ich nicht unbedingt haben. Und dann habe ich aber irgendwann einen Trailer gesehen, dann abends oder nachts dann, ne? Also einen Kinotrailer dann im Fernsehen. Und dann habe ich gedacht, Mensch, der sieht aber gut aus. Und dann habe ich, glaube ich, nochmal bei YouTube geguckt und dann hatte ich plötzlich Interesse. Und dann wollte aber mein Bruder nicht mehr. Also dann musste ich ihn dann überreden, mit mir hinzugehen. Das war eigentlich ganz lustig. Aber letzten Endes waren wir dann gemeinsam da und wir waren echt begeistert. Also ich muss auch sagen, dass die Leute immer gesagt haben, der wäre ja so hart und so krass und so brutal. Und ich habe mir immer so gedacht, so, eigentlich ist er gar nicht so krass. Aber ich habe ihn ja vor einigen Wochen mal wieder gesehen und dann habe ich dann doch sagen müssen, okay, der Film ist tatsächlich ziemlich krass, also schon Der ist ziemlich sehr hart. hart. Also selbst für heute, ich habe hier den hier liegen, er ist immer noch, die Spiel JK hat dem gleich gesagt, mehr hier, was welches Spiel, der hat keine schwere Jugendgefährdung sogar bekommen. Ja, das Und ist für mich war er eher entscheidend sogar, muss ich zugeben, war die Hauptdarstellerin sogar. okay. Die Mila, die Ja. war vor, die vielmehr durch ProSieben in einer Comedy-Serie lief, ich krieg nicht mehr, was das war. Das war so eine Vorort. Da war sie mit ihrem Vater in so einen Vorort gezogen. Das war so immer so leicht zynische Comedy-Serie. Und dann hieß es, sie würde die Mila in Evil Dead spielen. Da habe ich gesagt, komm, das gebe ich mir mal. Das Tatsächlich, wäre mal ja. Tatsächlich. was. Oh, wie hieß die olle Serie? Ich komme nicht mehr drauf. Shameless? Nee, es war Comedy. Irgendwas mit.
Oh, irgendwas mit Hölle und Vorort irgendwie. Suburgatory gibt es hier noch. Versuchung, kannst du The mich. Burger, ja, The Burger, ja, The Burger, Das ist es, okay. Weil das muss ich nämlich sagen, das kenne ich überhaupt nicht. Mir kam sie eigentlich auch immer bekannt vor, aber ich habe sie verwechselt. Ich hielt sie für eine der Hauptdarstellerinnen von dieser Serie Two Broke Girls. Da gibt es doch nein, diese ist sie eine nicht. Sie dunkelhaarige ist und da ähnlich. sagt sie Ja, doch ja. was. Sie ist ähnlich, aber sie ist es nicht. Sie ist Ja, bei sie ist Suburgatory ähnlich, und ne? Aber sie ist es nicht. Das ist mir dann auch mittlerweile klar geworden. der Serie gibt man eine Chance, wenn du was haben willst. Die hat es nur zwei Staffeln leider geschafft oder Ja, so. ja. Wäre meine Chance. Ja, mal Das gut. Ich ist werde es mir merken. Ich werde es mir gut. merken. Zurück zu den Evil Ja. Deads. Ich wollte noch sagen, ich habe neulich mir mal die ganzen Making-ofs mal wieder angeguckt, die ja auch auf der Blu-ray sind. Und da sieht man halt diese eine Szene, wo sie dann sagt, also auf Englisch, weil es jetzt im Making-of zu hören war, da sagt sie, we're gonna get you, la 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 la. Und ich muss sagen, das ist unspannend, finde ich. Das finde ich ehrlich gesagt eher nervig und auch alles andere als gruselig. Und ich finde, bin froh, dass sie es rausgeschnitten haben. Also, dass sie diese Szene nicht genommen haben in der Kinofassung. Die finde ich nämlich sehr unlustig. Nee, deswegen. Das Join Us ist wirklich, muss man zugeben, ist wirklich charakteristisch geworden. Das ist Also richtig, jeder will. ja. Ist dir mal aufgefallen, als sie die Szene, wo doch die ganzen anderen sitzen doch im Wohnzimmer und sie kommt doch dann mit der Knarre doch dann reingelaufen, ne? Und dann hebt sie doch das Gewehr und dann sagt doch dann ihr Bruder, sie soll die Waffe runtermachen und dann schießt sie doch aber und dann schießt doch dann die Tür auf und dann ist doch der ganz viel Wind durch die Bude und sie ist doch dann am Schreien, du erinnerst dich, ja? Ja. Gut, und wenn du das auf Englisch guckst, dann hörst Okay. du in weiter Ferne hörst du dieses muffelige One by one, we will get you oder we will take you. Und ist ein Originalsatz aus dem Original Evil Dead von Sam Raimi. Wusstest du Ah, das? okay. Das ist wirklich aus dem originalen Film. Also wenn dieses blonde Mädel da in dem Originalen besessen wird und sich zur Kamera dreht und dann doch schwebt doch dann vor dieser Wand, dann sagt sie, One by one, we will get you. Und Genau. genau diesen Satz haben sie im Original verwendet. Den haben sie mit reingemacht. Als so kleine, ich weiß nicht, Anekdote oder wie man so sagen will. Ne? Also so Ja, ein genau wie das kleines. Fahrzeug. Ashs Auto steht ja vor der Hütte. Ja, richtig. Das Original aus dem Original. Das stimmt. Das Und in Originalauto, das der. ist doch der Hammer. Wo haben die das denn hergeholt? Das ist wegen und sehr cool. Und auch noch, wenn ich, das muss ich aber noch mal nachkontrollieren. Ich hatte mal gelesen, aber muss ich noch mal checken. In der Anfangssequenz bei dem Exorzismus, da ist entweder Bruce war dabei oder Sam Raimi. Einer von den beiden war da mit dabei unter Maske. Ach ja, Aber da muss ich tatsächlich. noch mal nachgucken. Da muss ich noch mal nachgucken, wer von beiden das war. Okay, also du praktisch so als Statist im Hintergrund oder wie? Ja, deswegen sie erkennst du auch nicht. Ah ja, okay. Was ich auch noch sagen wollte, die haben sogar die Wanduhr, die ist auch aus dem originalen Film. Also, Oh, das wusste ich nicht. du siehst mehrfach, siehst du da so eine alte Wanduhr und das ist auch Ja, die im Original in der Scheune hing, in der Hütte. Also, ja. das habe ich im Audiokommentar gehört. Der Audiokommentar ist recht interessant. Deswegen. Also, Dann ist nee, es. nämlich das. Bitte? Nee, so, jetzt. Dann ist es nämlich noch interessanter, weil dann ist die Uhr das Einzigste, was vom Set in dem Sinne schon fast überlebt hat, weil die Hütte, die gibt es nicht mehr. Die Originalhütte. Okay, war dann die Hütte, die hatten die aber nicht gebaut für den Dreh, oder? Meines Wissens nein, aber diese Hütte, ich hatte jetzt noch mal heute nachgelesen, also die Originalhütte des Originals, Ja. die ist abgebrannt, die gibt es nicht Ja, das hätte mich aber auch stark gewundert, wenn dieses klapprige Teil nach 40 Jahren mehr. immer noch gestanden hätte. Das hätte mich schwer Ja, gewundert. okay, das stimmt. Weißt du denn, ob die das komplett in dieser Hütte gedreht haben oder sind die auch auf Studios ausgewichen damals? Die mache ich meine Studios, den Luxus hatten die gar nicht. Nee, denke ich auch nicht, ne? Ich denke, die haben das komplett in dieser Hütte gedreht. Genau, die hatten zum Beispiel auch, weil die auch hier mit Beleuchtung und so natürlich nicht die meiste Kohle hatten, die hatten bei vielen Szenen, hatten die ein Problem, in den Fenstern waren keine Scheiben drin. Ja, ich glaube, das habe ich mal gehört. Weil das Problem hatten sie, weil sie sonst mit den Reflexionen und so Probleme bekommen hätten. Ah, ja, das macht natürlich Sinn. Hatten Sie nicht die Weil, Möglichkeit, das zu umgehen, ja?
Nee, erstmal wegen dem Licht. Und wenn du Pech hast bei so einer, wenn das falsch belichtet wird, das Fenster, dann siehst du den Kameramann und solche Geschichtchen Ja, halt alles. genau. Und das Und kannst du das natürlich zündet dann dann. zu der damaligen Zeit, erst recht nicht mit dem kleinen Budget, konntest du das natürlich nicht irgendwie wegretuschieren, ne? Nee, die Technik war auch noch gar nicht so richtig weit. Genau. Ja, dann ist, wenn der Fehler drin war, war der drin. Ne? Da konnte man dann, da hat man sich losbekommen wieder. Genau, wie Spartakus mit der Armbanduhr. Tatsächlich, ist das so? Weil, guck mal dann nachher mal nach, beim Original Spartakus mit dem Douglas. Da Ja. soll es eine Szene geben, das Ding ist mega lang, ja, ich muss noch gucken. In einer Szene, ein paar Sekunden, soll er eine Armbanduhr haben. Ja, das ist natürlich ärgerlich, ja. Ja, ein bisschen teurer Fehler, Ja, das ist bitter, ja. Aber ich würde ja schon fast meinen, dass die so einen Fehler in der heutigen Zeit digital korrigieren würden, ne? ja, natürlich, heutzutage ist es kein Problem mehr. Ja. Das ist. Also das hat ja auch zum Beispiel James Cameron mit Terminator 2 gemacht. Da gibt es, Ja, da war es. weißt du, was ich meine? Ich weiß, dass da was war, aber ich krieg's nicht Ja, zusammen. da ist diese Szene, wo der LKW hinter John Connor her ist. Und der LKW, Ja. der fährt doch dann einfach von der Brücke runter in diesen Kanal rein. Er fliegt, der knallt doch dann vorne drauf. Und du siehst aus dieser Weitwinkelaufnahme, siehst du, dass die Scheibe mit rausfällt und auf den Boden kracht. Und aber Ah. später ist T-1000, also Robert Patrick, kommt er hoch und hat die Scheibe aber noch vor sich. Und die tut er auch irgendwann sogar wegschubsen, dann, damit er die Scheibe also aus dem Weg hat. Und das ist Ja, ein das Fehler, da den kann ich James erinnern. Cameron immer geärgert hat. Und das hat er korrigiert in der neuen Version. Ah, okay. Da siehst du Ah, also die verstehe. Scheibe nicht mehr runterfallen, wenn das Ah, Auto okay. darauf kommt. Aber verrückt, Okay. dann nach so vielen Jahren. Ja, nun, das ist so. Ja. Da findet man immer noch was, so, immer so kleine Fehler. Das Ja, ist das so. ist auch Oh, es hat, macht tatsächlich, den das Spaß. ist auch so, dass irgendein Klugscheißer hat mal zu James Cameron auch gesagt, bei Titanic, wenn Kate Winslet am Ende auf der Tür liegt und in den Himmel guckt, also im Wasser, ne, da hat dann irgendein Klugscheißer gesagt, dass dieses Sternenbild nicht 1912 an dieser Stelle zu sehen gewesen wäre. Verrückt, oder? Man kann es auch übertreiben. Ja, und dann hat er dann gesagt gehabt, auch für die neue Fassung, ich glaube, es war für die 3D-Fassung dann damals oder so, da hat er gesagt gehabt, jetzt korrigiert er das Sternbild. Und dann war dann das richtige Sternbild zu sehen. Als würde das irgendjemanden irgendwie interessieren. Ne? Aber nein, es muss dann immer Leute kommen, die dann irgendwie dann doch mal meckern müssen. Ne? Muss dann einfach sein. Genau. Und jetzt kriegen wir nämlich den Bogen wieder, dadurch mit dem Thema sofort wieder zum Tanz der Teufel, Ja. dass digital nicht automatisch gut bedeutet. Ich erinnere mich, ich habe das Grauen schlechthin vor mir. Und Ja. zwar hatte ich mich mega drauf gefreut auf Armee der Finsternis als Director's Cut. Ja. Wurde jetzt auf Blu-ray ja rauskommen. Wann war das hier? Was steht hier? 2013. Ach, vor nicht allzu langer Zeit, das habe ich gesehen, ja. 2013. Und da hat man gemerkt, hochdigitalisieren, nachbearbeiten, geht auch in die Hose. Ist das so tatsächlich? Also ich persönlich, das ist natürlich wieder, jeder denkt da ein bisschen anders. Ich würde dringendst von der Blu-ray abraten und die Leute die DVD-Fassung empfehlen. Ja. Weil diese Hochskalierung auf 1080p hat dem Film nicht gut getan. Ja, das sieht Weil, sehr fake aus dadurch alles, ne? ja, das Fake ist ja noch, dass, es ist einfach die ganze Bildqualität. Man merkt, das Basismaterial gab es dazu nicht her. Wenn du dich erinnerst, es gab ja auch durchaus Sequenzen, wo Bruce Campbell, wenn er zum Beispiel zum Friedhof reitet, um das Necronomicon zu holen, dass er auch durch Wüste reitet und Ja. sowas. Und es ist ja wie in der Bildtechnik bekannt, dunkle Stellen kann man aufhellen und reparieren. Wenn eine Stelle zu hell ist, dann ist die zu hell, dann kann man nichts mehr retten. Richtig. Und wenn du dann ihn in der grellen Sonne siehst, oh, furchtbar, furchtbar. Krass. Also wirklich, das kann man nicht retten. Und auch so geht, wie du schon auch sagtest, es geht dem Film ein bisschen Flair davon. Speziell zum Beispiel am Ende, wenn die Armee der Finsternis angreift. Es ist alles zu clean, es ist alles zu sauber. Ja. Ja, also Das das, nimmt der Himmel. ich habe das auch gemerkt, wenn ich mir jetzt zum Beispiel, jetzt sind wir wieder bei Der Exorzist angucke, ist tatsächlich aufgrund dieser hochskalierten Bildqualität, ist halt einfach jetzt sehbar, dass die halt einfach Masken tragen, was man früher nicht so gesehen hat. Du siehst praktisch teilweise diese gummiartige Oberfläche im Gesicht.
So gut ist das Bild. Ja, ich sag ja deswegen. Also ich persönlich neige jetzt meistens dazu, eher wenn Filme neu aufgelegt werden, zum Beispiel bei Tanz der Teufel 2 habe ich gleich zur DVD gegriffen. Ja, okay. Es ist besser, es ist besser. Es ist tatsächlich nicht verkehrt, das stimmt. Also ich habe auch mal gelesen, das habe ich zwar selber nicht gesehen, aber ich habe mal gelesen, dass in Apollo 13 aufgrund dieser, also auf Blu-ray dann, man eindeutig sehen konnte, dass das alles Modelle waren. Alles. Das Ja, hast das, du ja, im das glaube Kino ich nicht mal gerne. erkannt früher. Aber auf Blu-ray hat man es erkannt. Deswegen, also es ist nicht immer zum Das Vorteil des stimmt. digitalen Das stimmt. Gerade für, Zeitalters. also für alte Filme und so ist es nicht von Vorteil. Ich bin mir nicht ganz sicher, was das war, aber ich saß mit meiner Frau auch neulich mal kurz vor dem Fernseher und dann habe ich auch was geschaut und habe ich auch zu ihr gesagt, Gerd, guck dir das mal an, das ist doch offensichtlich Miniatur. Und sie hat das jetzt nicht gesehen, aber es war ziemlich offensichtlich, dass das alles Miniatur war. Und das hat man aber früher in D auf DVD oder früher, als es noch nicht HD war, noch nicht erkannt. Das ist halt Ja, der Nachteil. das Problem ist anscheinend, denke ich, auch wieder das Budget, weil zum Beispiel musste zwar für die Blu-ray über 20 Euro hinlegen, Oh zum ja. Beispiel der Uralt-Klassiker Das Grauen von Amazonas, den alten Schwarz-Weiß-Film, Ja. den haben sie digital hochskaliert auf Full HD, Ja. da stört es gar nicht. Aha, okay. Das stört überhaupt nicht, aber hier bei Armee der Finsternis jedenfalls, Warst gibt du bestimmt auch enttäuscht? andere Filme, das war, ja, der Film ist immer noch gut, keine Frage. Ist immer noch lustig, aber von der Bildqualität würde ich doch, wenn ich die Gelegenheit hätte, lieber die Blu-ray gegen eine DVD austauschen. Ach ja, Da gebe ich okay. zu. Ja, ich habe das selber auch schon gesagt. Ich muss sagen, ich bin auch nie so der große Blu-ray-Fan gewesen. Natürlich habe ich Blu-rays gekauft und ich habe jetzt auch mehr Blu-rays als DVDs. Aber mir hat DVD eigentlich damals schon immer besser gefallen. Auch die Hülle alleine, also diese etwas höhere Hülle und so, fand ich schon immer besser als Blu-ray. Und ich sage mir auch ganz oft, DVD hätte ich lieber im Schrank stehen. Aber natürlich macht es mehr Sinn, die bessere Bildqualität zu kaufen, erst recht, wenn es der gleiche Preis ist, oft ja auch. Ne? Warum soll man dann zur DVD greifen? Und deswegen greife ich dann letztendlich Ja, dann doch zur Blu-ray immer wieder. genau. Wie gesagt, das Problem ist auch mal klar, wenn ich jetzt eine alte VHS rauskrame, da kriegst du Augenkrebs, das Ja, ist gut, klar. das ist klar. Das kannst du jetzt nicht mehr vergleichen. Aber VHS ist zum ja Beispiel, gestorben. ja, die ist tot. Die ist Aber wenn ich tot, das ja. zum Beispiel mit alten Horror- oder Action-Klassikern, wie zum Beispiel im Land der Raketenwürmer vergleiche, Ja. ich habe viel mehr Spaß mit den DVDs. Okay. Man sieht nicht alles ganz so klar und so, es ist noch immer ein Top-Bild. Aber es reicht. Mehr muss nicht. Ich muss nicht jedes Sandkorn sehen. Ja. Ja, das stimmt schon. Also gerade bei den alten Filmen ist DVD besser. Bei mir war das früher so, ich habe Der Exorzist auf VHS damals gekauft und ich habe den dann auch dann irgendwann auch geschaut, war dann aber auch dann leichenblass lange danach, hat meine Mutter damals gesagt. Und alles, was ich gesehen habe ich geglaubt. Also es war, als würde man gar keinen Film gucken, war, so war es. Es war wirklich richtig, alles richtig echt wirkend. Und diese Art von Maske und das war ja so unfassbar gut. Ja, und naja, und wenn ich mir das jetzt halt angucke, dann merkt man halt schon aufgrund der Digitalisierung, dass man jetzt halt erkennt, dass es alles Prothesen sind und Gummi und ja, Perücken und den ganzen Kram. Man sieht es jetzt einfach. Genau. Aber es gibt, schlimmer geht immer. Wenn du mal richtig schlimm sehen willst, kannst du gerne zu dem Herrn Fulci greifen, zu der Spiel-JK-Fassung auf DVD schon, Ja. von Voodoo, Schreckensinsel der Zombies. Tat da auch nicht gut. Okay. Wann hast du Tanz der Teufel, den alten, das letzte Mal gesehen? Oh, das ist jetzt ein bisschen her sogar. Das ist ein paar Jährchen her. Den könnte ich mal wieder einwerfen. Ach ja, das geht mir nämlich auch so. Also ich rede jetzt ja wirklich über viele Horrorfilme und einige muss ich mir aber dann doch nochmal zu Gemüte führen, damit ich mitreden kann. Aber Tanz der Teufel ist halt so ein Film, der ist halt einfach im Kopf, ne, seit Jahrzehnten. Den braucht man jetzt nicht nochmal gucken, um über ihn zu reden. Den hat man einfach drin, Nein, ne? ganz genau, Ja, ganz genau. und ich muss sagen, als ich gesehen habe, dass der ab 16 ist und auf Blu-ray rauskam, da habe ich ihn mir von meiner Frau gewünscht zu Weihnachten. Allerdings ist das schon, ich glaube, 2 Jahre her oder 3 sogar. Und da ist es dann so gewesen, dass ich mir den dann angeschaut habe. Und hast du auch das Gefühl, dass der Film 3 Stunden geht, obwohl er eigentlich nur 70 Minuten geht oder so? Der Film hat Das kann irgendwie ich kein Ende, weil bestätigen. Gesplatter und Gemetzel und Geschreie ohne Ende. Also ich muss sagen, der Film ist anstrengend, finde ich. Das stimmt allerdings. Ich kann mich auch erinnern,
immer von meiner Erstsichtung schon. Am Ende hatte ich gesehen, dass der wirklich nur 70 oder 80 Minuten dafür Scheibe kriegt. Ja. Und der kommt vor wie so ein unendlicher Horrorritt. Ja, richtig. Also es ist so, Und? ich habe das damals gehabt, als ich in, ich habe das damals auch mit Braindead gehabt, das Problem. Also Braindead ist ja auch ein Ja. Film, der geht ja auch nur 1,5 Stunden, wenn überhaupt. Aber du hast das Gefühl, er geht 3 Stunden, weil man sich 1,5 Stunden nur Gemetzel anguckt, ununterbrochen. Und Tanz der Teufel ist ein bisschen besser, finde ich, weil da ist es so, dass am Ende sich wirklich eine gewisse Spannung aufbaut, während Braindead nur Gemetzel ist von Anfang an, ne? Und Nur Gemetzel kann ich nicht ganz stehen lassen. Der Film, wenn man sich mit Peter Jackson länger beschäftigt, der auch mit seinen Erstlingswerken und so, ja. sein Humor da ganz klar durch, diese Geschichte mit der Mutter und so. Ja, Also ja. eine eigene Art, den Film zu machen. Es hat schon so ein eigenes Feeling, der Film. Es ist kein klassischer Horror wie Evil Dead. Das passt nicht zueinander. Nein, auf keinen Fall. Nee, es ist schon was anderes, ne? Aber Braindead ist ja schon, wie du gerade schon sagtest, eher so einen gewissen Humor, ne? Ist ja eher humorlastig, Genau. während Tanz der Teufel Horror ist, ne? Also richtiger Gruselhorror halt, ne? Ja, und das ist das sowieso, das ist das eigentlich, das mir am meisten an der Serie wehtut. Ich finde alles gut von Armee der Finsternis, Ash vs. Evil Dead, alles toll. Ja. Nur warum haben sie ab dem zweiten Teil diesen Humorpart so erhöht? Das werde ich bis heute nicht verstehen. Haben zu viel Jux reingemacht dann, ne? Ja, also ich finde das immer noch toll, aber ich hätte mir lieber noch, deswegen war ich von der Neuverfilmung so begeistert, war so richtig so ein voll auf die 12 Horrorfilm. Ja, absolut. Das war eine schöne Sache. Deswegen. Ja. Sind immer noch super Filme, aber das fehlte so ein bisschen. Ja. Ja, ist richtig, ja. Also ich habe die Serie ging jetzt nicht so an mich. Ich habe sie auch gesehen und fand sie auch gut, aber es ist nicht so, dass ich das jetzt so durchschauen musste in einer Nacht, ja. Also ich hatte da auch Nein, nein. irgendwann dann auch genug davon, und es ist ja letzten Endes dann auch immer irgendwie dasselbe. Und was ich noch gerade sagen wollte, ach nee, ich glaube, ich habe es gesagt, aber ich habe Tanz der Teufel geguckt, nachts alleine, und muss halt ehrlich sagen, ich war wirklich fertig danach, weil es eine gewisse Zeit lang so viel Geschrei ist, unfassbar viel Geschrei. Da gibt es auch die Szene, wo sie doch diesen Schürhaken doch komplett durch den Körper bekommt. Ja, Und ja, ja, ja. ja, und das ist ja dann ein Geschrei, und dann kaut sie sich doch die Hand ab. Und oh, das ist furchtbar. Also da ist man wirklich fertig mit der Welt danach. Das zerrt ganz schön an den Nerven. Also es ist natürlich nicht nur ekelhaft, aber es ist aber auch noch dieses Geschrei, und dieses Geschreikonzert ist schon sehr anstrengend, finde ich. Also das kann ich eigentlich jetzt nicht mehr so unbedingt gucken. Das ist ja ein kleiner Fun-Fact am Rande. Wenn das erste Mal das Necronomicon auf Band abgespielt wird, was der Wissenschaftler da erzählt, Ja. dann gibt es ja die ganze Sequenz, dass sie von wegen, was sagt sie im Englischen, glaube ich, shut it off oder was sagt sie da? Das könnte stimmen, ja. Shut it off, bin ich ziemlich sicher, ist richtig. Ja, und diese ganze Sequenz, also auch mit dem Ton der Schauspieler und so, wird bei manchen Death- und Black Metal-Bands auf manchen Songs als Intro Ach verwendet. ja, okay, Tatsache. Ist mir mal, finde leider den Track nicht mehr wieder. Das ist ein bisschen schade. Ja. Aber da sieht man, dass so Evil Dead durchaus seine Finger Ja, überall so ein bisschen klar, ich meine, der auftaucht. hat ja unheimlich geprägt, ne? Also der hat ja auch geprägt. Heute, wenn du, nennt man einen bekannten Horrorfilm, da sagen dir 8 von 10 Leute wahrscheinlich Tanz der Teufel. Ja. Weil ein Faktor, weil du hast ja schon erzählt am Anfang, dass du erfahrener warst schon im Horrorbereich. Für mich, gerade mit diesen beiden extremen Filmen, Tanz der Teufel und Über dem Jenseits, kam ein Faktor dazu, den ich bisher nie kannte, dass ein Film kein gutes Ende nimmt. Ja. Weil damals, wenn Tanz der Teufel in sich geschlossen nimmt, Ja. erwischt alle. Ja, kein Happy End, ja. Es erwischt alle. Keiner hat eine Chance. Er hält zwar sehr lange durch, aber im Endeffekt, ja, erwischt es ihn auch. Richtig, genau. Ja, das Das ist war richtig, schon ja. so auch so ein Novum. Wie wird das eigentlich im zweiten Teil noch erklärt? Weil wenn der erste doch endet Ja, mit. im zweiten Teil war es ein bisschen komplizierter. Der hat halt in der Entstehungsgeschichte stand ja dann auch für den zweiten Teil, dass sie mehr Kohle haben. Die Ja. ersten 5 Minuten gehen ja sozusagen drauf, dass sie den ersten Teil nochmal erzählen. Und dann ist ja die Sequenz, dass dann Ash von dem Bösen getroffen wird, er auch zu einem Daddy wird, oder Ja. Daddy, Daddy, und ja. dann Okay.
wird das ja so gemacht, dass er dann plötzlich die Sonne kommt, dass es Tag wird und dass das dann ausgetrieben wird, dass er dann wieder normal ist. Ah ja, ah ja, okay, Und so erklären Sie das dann. Aha, so kommen Sie dann da flüchtet raus. er sich, dann kommen ja die anderen und dann geht das Spiel wieder von vorne los. Ah ja. Ich muss jetzt sagen, ich habe den zweiten Teil nie gesehen, ne? Wie jetzt? Ja, ehrlich, der zweite ist immer an mir vorbeigegangen irgendwie. Ich habe den. Ah, der zweite ist heftig. Also manche Sequenzen, also ich erinnere mich noch als Kind beim zweiten Teil mit Grauen daran, weil ich sowas noch nie gesehen hatte. Die Freundin, die auch seine Freundin da, die hat er dann geköpft und dann kommt der verweste Kadaver kopflos aus dem Grab mit der Kettensäge und versucht ihn umzubringen. Ja, das habe ich mal gesehen, ja. Das ist so, oh, das war damals so. Komme auf so Ideen. Was für Ideen. Ja, Ich muss sagen, ich habe den deswegen, also. zweiten Teil eigentlich immer mehr so als Komödie angesehen, weil da ist ja auch seine Hand, ist doch dann irgendwie auch, läuft doch dann irgendwie Ja, da drin. rum, ne? Ich konnte den Genau. zweiten Teil nicht mehr so richtig als Horrorfilm ansehen und der war ja auch nicht so leicht zu kriegen damals, wie der erste auch, ne? Und Ganz deswegen, genau. ja, deswegen habe ich mir aber auch damals nicht so die Mühe gemacht, nach dem zweiten Teil zu suchen, weil mich ja der erste damals ja schon nicht so umgehauen hat, zugegebenermaßen. Und ich hatte mal ja, weiß Gott, was gedacht. Ich weiß noch, wie ich damals dann im Fernsehzimmer bei meinen Eltern saß und habe jetzt Tanz der Teufel angemacht und mir schlotterten die Beine so um den Dreh. Ich dachte, ich werde nie wieder schlafen können. Und letzten Endes sah ich dann einen unfassbar in die Jahre gekommenen Film, der zwar schon seine Momente hatte, aber mich jetzt nicht so packte, wie ich es erwartet hatte. Aber gut, ich war aber auch schon über 20 zu dem Zeitpunkt. Also wäre ich jetzt jünger gewesen, Deswegen. hätte das anders ausgesehen. Definitiv. Also, wie gesagt, ich war sowieso nicht vorbelastet durch Horrorfilme. Also, das Ding hat mich wie eine Bombe getroffen. Da dachte ich auch, oh Gott, was ist denn das? Ja, das. Darf ich fragen, was du für ein Jahrgang bist? Ich bin 78er. 78, okay, ich bin 80. Also sind wir fast gleich alt. Gut, das ist natürlich dann auch, wenn du natürlich zu dem Zeitpunkt dann aber auch ein bisschen jünger warst noch, dann kann ich das natürlich gut nachvollziehen, dass der Film dich da ordentlich mitgenommen hat. Erst recht, wenn man sowas noch nicht kannte. Ich kannte ja natürlich dann ja auch schon so den ein oder anderen Horrorfilm. Ne, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich die Fliege zum Beispiel schon gesehen hatte zwischendurch auch und auch der Exorzist war mir zu dem Zeitpunkt schon bekannt. Deswegen und natürlich einige andere Horrorsachen, auch Nightmare on Elm Street. Und deswegen hat mich dann Tanz der Teufel dann nicht mehr so gepackt, wie es früher mein Bruder gepackt hat und dich auch und natürlich auch viele, viele, viele andere tausend Leute dann damals. Genau, weil der Werdegang bei dem Film ist wahrscheinlich schon ganz anders. Ich bin eher in die Schiene erstmal des klassischen Action-Kinos gelandet. Ja. Also Schwarzenegger und Co. zwar auch nicht die harten Sachen wie Predator oder so, Ja. aber doch eher so auch Rocky und solche Sachen. Und dann auf einmal an sowas, dann kam das Alien, wo man schon dachte so, das war schon nicht schlecht. Und dann kam sowas. Das ist natürlich dann. Das stimmt, ja. Das war Das die hat. Alien-Filme, die habe ich auch, hatten mich damals nie interessiert. Ich wollte Alien nie gucken und ich war aber mal mit der Familie im Urlaub in Florida, waren wir mal, und da lief Alien im Fernsehen. War natürlich auf Englisch, verstanden gar nichts, aber ich war so begeistert von dem, was ich sah, dass ich dachte, wenn ich zu Hause bin in Deutschland, dann muss ich mir die Teile nochmal auf Deutsch geben. Und seitdem, und das ist schon lange her, ich glaube, das war 97 oder so, da seitdem bin ich halt ein riesen Alien-Fan. Also Alien, ich habe auch hier die Blu-ray-Box stehen bei mir im Schrank, also die ist auf jeden Fall Pflicht. Ja, ist auf jeden Fall, auf jeden Also Fall. Alien, ich muss auch sagen, mir gefällt der dritte Teil gut. Viele sagen ja, der dritte Teil ist immer so schlecht und natürlich gibt es immer einen Teil, der schlechter ist, aber ich würde den Film trotzdem nicht als den schlechtesten bezeichnen. Viel schlechter finde ich den vierten. Die Wiedergeburt ist eine Katastrophe, finde ich. Der ist nicht so dolle. Nee, der ist nicht so dolle. Ja, also der dritte Teil, wenn du dir die Langfassung anguckst, ist der meiner Meinung nach der dritte Teil ein richtig guter Film. Also ich kann mich nicht beschweren. Apropos Beschweren und mal, was hältst du von den Nachrichten, dass ja es doch jetzt wieder weitergeht mit der Evil Dead Lizenz? Ach ja. Es geht ja weiter jetzt. Das Die heißt also. Dreharbeiten sind ja gestartet. Ah, jetzt, wo du es gerade sagst. Stimmt, ich habe es gestern gelesen. Aber ich muss ganz ehrlich zugeben, ich habe da nicht mehr so richtig dran geglaubt. Weil man relativ in den letzten 2 Jahren immer gehört hat, es kommt noch eine Fortsetzung. Und dann hat man dann doch nichts mehr gehört. Also ist das tatsächlich jetzt so, ja?
Ja, aber nur halt, wie gesagt, es wird dann scheint so, wenn man bei blairwitch.de oder so guckt, wird das doch für uns Standardfans ein harter Umbruch, weil wir gehen ins urbane Gebiet und es soll so wieder so eine ganz neu aufgezogene Sache sein. Also nicht die klassische Geschichte, irgendeine Hütte, wo ein böses Buch drin liegt und so weiter. Man muss sehen, was kommt. Ja, man muss Und sehen, dann, was kommt, das ist richtig. ob es gut wird, wird sich zeigen. Die Serie, die kam ja, war durchaus erfolgreich, wurde sauber beendet, was der Serie sehr gut tut. Nicht so ein Open End und unendlich, bis es nicht mehr geht, dass es so ein Schicksal erlitten hat wie The Walking Dead. Da wurde es ja jetzt ab Staffel 8 oder so da wirklich ermüdend, wo Ja. man sagte, jetzt ist mal echt endlich mal Ende, jetzt es reicht. Und Ja. so war das doch eine schöne Sache. Ja, Einfach hast du mal ein mal bisschen gehört, Spaß damit. wie viel der Film gekostet hat? Also wie viel sie Budget hatten für Der Tanz der Für Teufel damals? war nicht viel. Also ich habe das mal recherchiert und ich habe gesehen, dass es tatsächlich letzten Endes 85.000 Dollar waren. Ja, das war nicht viel. Die haben ja das Also meiste alles selber rangeschleppt. ja, aber 85.000 Dollar für 1980 war natürlich auch nicht wenig, ne? Nee, nee, das war schon gut. Ich glaube, wenn ich doch richtig war, war ja der Sam Raimi. Der war es ja, glaube ich, der hier das Kunst- bzw. Film studiert hat und dadurch kam das Ganze ja ins Rollen. Da Ja, hat er seine richtig. ganzen Leute dann zusammengesucht und dann ging's los. Ganz genau. Und der hat ja wahrscheinlich, der war ja auch relativ schmerzfrei, ne? Ich habe ja mal gelesen, ob das stimmt, ist natürlich sei dahingestellt, aber ich habe mal gelesen, dass er mal mit seinen Freunden einen Film gedreht hat und dann wurde dann auch das Auto seiner Mutter benutzt für einen Stunt und es wurde dann irgendwie, keine Ahnung, dann irgend gegen einen Baum gefahren oder ins Wasser gefahren oder was auch immer. Und am Ende wurde dann gesagt gehabt, ja, Mama, keine Ahnung, wie das passiert ist, aber in Wirklichkeit hat sie die Kamera drauf gehalten. Aber ob das natürlich jetzt stimmte, weiß ich jetzt nicht, ne? Also, aber das habe ich mal gelesen. Also er war so fasziniert, Filme zu machen, dass er praktisch sogar das Auto seiner Mutter wissentlich in Gefahr brachte. Aber ob das stimmt, wie gesagt, das weiß ich nicht genau. Das war ja, wenn ich noch das richtig sogar zusammenkriege, das würde sogar passen, weil Evil Dead war ja dann das fertige Projekt. Es gab davor irgendwie so ein 5-Minuten- oder 10-Minuten-Filmchen, was darauf basierte. Der hat ja ganz klein damit angefangen, da war was. Also Da praktisch müsste ich erst so aber eine auch Art noch mal Kurzfilm gedreht, nachdenken. oder wie? Genau, der hatte erst irgendwas wirklich Dilettantisches da gemacht, aber was schon sozusagen die Geburt von Evil Dead war. Da Ja. war was, da guck ich nochmal nach, da guck ich nochmal nach, da war was. Ja, interessant, ja. Das ist ja bei Saw auch so gewesen, ne? Der erste Ja, Saw-Teil, genau. basiert ja auch auf einem Kurzfilm von denen, ne? Ganz genau. Der war aber dann schon eher durch diese neue Technik Internet auch schon durchaus viral gegangen und das hat Ja. den Film natürlich gut getan. Richtig, richtig, ja. Und aufgrund Weil dieses sonst wäre Kurzfilms konnten sie ja dann den Film drehen. Den ganz ersten genau, Teil. ganz genau. Und der war Mal ja auch gucken, wirklich jetzt schon. erstaunlich gut, finde ich. Ja, der erste definitiv. Die später ging es auf und abwärts mit den Ja. Teilen. Mal war ein Top-Teil dabei, mal war es totale Grütze. Das stimmt. Aber lief. Ja, also Jetzt, ich muss sagen, weil es hat du halt bist auch keinen ja. Sinn mehr gemacht irgendwann. Nee, deswegen. Das war, da hat, die haben versucht, alle losen Enden irgendwie gewaltsam zusammenzuknoten, bis es nur noch abstrus Ja, wurde. richtig. Völlig abstrus und auch was kein, machte auch einfach keinen Sinn mehr. Und ich gehe auch davon aus, dass die das selber auch wussten. Aber solange trotzdem die Leute noch ins Kino kommen, ist es auch scheißegal, ne, ob es jetzt Sinn macht oder nicht. Ja, das hat vielleicht gerade Tanz der Teufel in Klammern gut getan, dass die Filme nicht mit Gewalt rausgeprügelt wurden. Ja, Also sondern es waren nach ja und immer einige nach. Jahre dazwischen teilweise. Ich denke, das hat den Filmen gut getan. Ja. Ja, bei Saw wollten sie ja dann praktisch jedes Jahr einen neuen Teil ins Kino. Ne? Genau, immer zu Halloween. Ja. Es hat die haben sie auch eine Zeit lang durchgehalten, aber man merkt auch, dass dann die Qualität litt. Ja. Ja. Also ich muss auch sagen, ich bin auch nicht so ein Fan von Saw. Natürlich, ich habe die sieben Teile, habe ich auch. Und es gibt ja sogar acht Teile momentan, ne? Ja, der Spiral kommt ja jetzt, Und das, deswegen, ja, genau. genau. Jedenfalls kann man Saw mal gucken, aber ich muss auch sagen, ich bin auch nicht so ein Fan davon, Leuten dabei zuzugucken, die sich gegenseitig wirklich extrem Verletzungen oder Schmerzen zufügen. Da kann ich als Zuschauer nichts mit anfangen. Also da denkt man sich dann halt auch, ich denke mir dann halt auch oft, das ist halt wirklich eine ganz schlimme Sache und sowas sollte niemandem jemals passieren.
Und dann kann ich, ist es eigentlich total Quatsch, sich ins Kino zu setzen, um dann zuzugucken, wie die Leute so gequält und fertig gemacht werden. Bin ich nicht Ja, so der und Fan das von. ist. Das ging ja dann mit Hostel und so damals Ja, los. Der genau. sogenannte Torture Porn nennt man das ja dann, diese Art von Ist Filme. richtig. Und das unterscheidet ja auch wieder zum Evil Dead Bereich, weswegen ich damals die Beschlagnahmung nicht verstanden habe. Weil da ist zwar auch die Gewalt ein Mittel, aber sie wird ja erstmal gegen etwas Unmenschliches eingesetzt und auch um das Menschliche zu erhalten. Während bei Saw wirklich aus niedersten Gründen teilweise ein Mensch gequält wird. Ja, richtig, ganz genau, so ist es. Das ist ja tatsächlich für die FSK eigentlich auch ein Grund, einen Film entweder ab 16 oder ab 18 zu geben, wenn etwas praktisch nicht echt ist, also irgendwas mit Geistern zu tun hat und sowas, Science Fiction, Genau. dann reagieren die da freundlicher. Also dann ist der Film nicht gleich ab 18, sondern eher ab 16. Während, also jetzt, Genau. wenn etwas wirklich echt passieren könnte, also wirklich Mensch zu Mensch wirklich tun kann, dass das strenger bewertet wird und dann ab 18 ist. Genau, das ist halt das Seltsame. Da gibt es ja ganze Bücher über das Thema sogar, warum Evil Dead, Tanz der Teufel, sogar nach Paragraph 131 beschlagnahmt wurde, obwohl das eigentlich gar nicht die Bedingungen erfüllt. Ja, Streng genommen. ja. Weil streng genommen muss er nach Paragraph 131 Strafgesetzbuch, muss er ja die Glorifizierung der Gewalt erfüllen. Ja. Und ich sag mal so, wenn wir jetzt mal böse gesagt, jetzt einen heutigen Saw neben den Film packen, Ja, das da würde ich doch dem Saw eher dazu sprechen, so zu handeln, Ja, das ist anstatt richtig. Ja, dem. das stimmt. Saw ist natürlich viel härter und natürlich auch sieht ja auch härter aus und man glaubt ja auch viel mehr, was man sieht. Das hast du bei Tanz der Teufel, ich meine, den guckst du und glaubst ja gar nicht, was du siehst. Das hat man ja, glaube ich, schon früher nicht geglaubt, oder? Also. Nein. Und das ist ja das, was ja bis heute nicht jemand erklären kann, vernünftig, weil sobald, wie du schon sagst, dieser Paragraph dazu kommt, das Übernatürliche. Ja, das funktioniert nicht. Und bei Saw ist es ja wirklich so, dass Menschen sich aus niedersten Trieben quälen und dort greift Paragraph 131 nicht und da greift er. Das verstehe ich nicht. Ja, das ist natürlich schon ein bisschen schwer nachzuvollziehen. Das stimmt, ja. Das kann ich Deswegen, verstehen. das gab es ja. Ganze Bücher wurden damit ja gefüllt schon mit dem Thema. Ja. Ich habe auch ein interessantes Video geguckt vor langer Zeit mal. Da nenne ich dir jetzt gerade mal, wie das heißt. Vielleicht ist es auch für die Zuschauer interessant. Und zwar heißt dieses Video Früher verboten, jetzt ab 16. Die FSK über Tanz der Teufel. Es geht sogar um Tanz der Teufel. Und das ist von Massengeschmack TV. Ich weiß nicht, ob dir das schon mal. Sehr, oh. Dann wird der super sein. Massengeschmack TV, die haben ihre Filmriegel immer, die haben so eine Filmsparte auch. Ja. Sehr, sehr professionell. Ich halte sehr viel von denen. Ja. Seitdem ich zum Beispiel auch ein Interview mit denen geguckt habe, es geht über eine Stunde mit Dieter Laser Ja, für richtig. The Human Centipede. Die Jungs, auch was politisch und so angeht, die sind echt auf Draht und auch was Filmwissen angeht, ich kann es nur jedem wärmstens empfehlen. Ich habe Ja. das Video von dem, was du erwähnt hast, noch nicht gesehen, Ja. werde ich mir aber definitiv geben. Ja, da musst du mal einfach bei Massengeschmack TV gehst du mal auf den Kanal und suchst einfach Tanz der Teufel. Und dann siehst du genau, dann ist wohl auch jemand von der FSK dort, der erklärt, warum damals so, jetzt so und nicht von Anfang an so. So musst du es dir vorstellen. Ist sehr interessantes Video. Sehr gut. Nee, auf jeden Fall, weil die sind wirklich sehr gut. Also, wenn die auch Kritiken, zum Beispiel damals gab es auch ein Video bei denen über Diskussion, ob Avatar Kult oder Schund und so weiter. Also, das sind immer sehr fundierte Sachen, nicht zu lang, meistens so halbe Stunde, 45 Minuten. Das kann man sich immer gerne geben. Richtig. Das stimmt, ja. Ja, ich gucke da auch ganz gerne mal rein. Deswegen, also ich bin manchmal dabei, das ist schon fast Standardkanal. Ja, ich bin da relativ häufig auch eigentlich. Aber ich gucke mir auch nicht alles an. Es gibt auch teilweise Themen, die interessieren Nein. mich und dann gucke ich da auch nicht so rein. Nein, das schon nicht. Was ziehst du denn eigentlich vor? Eher das Remake oder das Original? Das ist eine unfaire Frage. Unfair. Ja, die ist sehr unfair, weil Bruce Campbell ist unschlagbar. Ja, Keine okay. Frage. Er ist wirklich top. Aber ich möchte auch nicht, das Problem ist auch mit dem neuen Film, dem möchte ich nicht unfair sein, weil es wirklich ein klasse Film ist. Ich habe da mir den auch angesehen. Also ich habe wirklich gesucht. Ich hätte schon fast gesagt, ich habe gesucht, um einen Kritikpunkt zu finden. Ja, aber nicht Aber gefunden. ich habe keinen gefunden.
Ja. Den einzigen wirklich, den ich mit Mühe und Not gefunden habe, das war aber, da habe ich wirklich genau gucken müssen, das hat mich Mühe gekostet, ist, dass die mit der Anspielung einmal ein bisschen übertrieben haben. Wenn man sich nämlich die Klamotten der Leute ansieht, hat sieht man mich genau, dass sie den einen Darsteller zum Beispiel nach Bruce Campbell nachgebaut haben. Ach ja, okay. Also er trägt das gleiche Jeanshemd und alles, selbst die Frisur passt. Also man merkt, sie haben sich an den Charakteren des Originals orientiert. Natürlich als Hommage gedacht. Ja, Aber okay. man erkennt es. Ich muss sagen, ich habe ganz ehrlich, es gibt da Szenen in dem Film, die mich wirklich, obwohl ich fast 41 bin, auch heute noch ziemlich gruseln. Also eigentlich immer ist Ja, das ja. so, ich mach das Licht im Wohnzimmer aus und laufe dann durch die dunkle Wohnung ins Schlafzimmer zu meiner Frau ins Bett. Aber es gibt schon so Situationen, wenn ich jetzt praktisch das geguckt habe, dann kann ich das Licht irgendwie nicht ausmachen. Dann muss ich es erst ausmachen, wenn ich dann schon noch vor dem Schlafzimmer bin. Also dann ist die Gefahr, dass ich sie dann doch noch wecke. Das ist zwar total kindisch, aber irgendwie steckt doch tief in einem drin dann doch noch das Kind in einem. Ja, Und auf jeden Fall. also es gibt da diese Szene, wenn Mia doch abhaut mit dem Auto und in dieses Fluss da brettert das Auto, ne? Da Genau. schwimmt sie doch dann raus und dann verhängt sie doch in diesem Geäst, was sie doch auch Ja, wirkt. die Klimaumsetzung, die Neuinterpretation, ja. Ja, genau. Und dann ist es doch so, wenn sie sich doch dann echt befreit hat irgendwann, dann ist sie doch selber, sieht sie sich doch selber vor sich stehen. Da ist doch, sie wird doch dann gerufen. Da sagt doch diese Stimme, Genau. Mia, sagt diese Stimme. Und das ist ja die gleiche Darstellerin, ne? Das spielt ja auch sie. Ja. Und dann hat sie doch aber dann diese gelben Augen und dann macht sie doch den Mund auf und dann kotzt sie doch in Anführungsstrichen doch diesen Ja. Ast. Ja, das ist ja stimmt. Das war sehr schön. Oh, das Wobei war ich bitter. muss. Also das hat mich schon. Und wenn das Ding doch dann bei ihr unten reingeklettert ist, dann und sie schreit, dann schreit doch die Dämon Mia doch dann auch. Und dann siehst du doch diese knallharte Nahaufnahme von ihr mit den gelben Augen und so. Und ich muss sagen, das ist schon hartes Material. Das kann ich mir tatsächlich nachts alleine irgendwie nicht angucken. Und ich gucke mir Filme immer mit Kopfhörer an, ne? Also das ist noch mal Ja. schlimmer. Wobei ich zugeben muss, das Schlimmste war für mich, wo ich so doch schon so ein bisschen weggeguckt habe, dass jedes von den Opfern von denen, da wurde ja angedeutet, wie die sterben durch das Necronomicon. Ja. Genau, das Schlimmste war für mich, wo ich dachte, oh nee, bitte nicht, das war die Geschichte mit dem Haut runterschälen mit der Glasscherbe. Oh, Ja. da dachte ich, bitte nicht. Und dann hörst du das, wie sie da sitzt, zur Kamera weg, und dann Ja, hörst du immer dieses schneidende Geräusch, als würde man Leder schneiden. das Oh, das war nicht stimmt. schön. Wie du denn nur Das war. hörst, dieses schmierige Geräusch da, ne? Und du praktisch schon Ja, weißt, was sie tut. Das das schon. war nicht schön. Das war gar nicht schön. Nee. Nee, das. Ich habe den, wie gesagt, ich habe das ja im Kino geguckt damals und das ganze Kino hat ja Ich genauso auch. reagiert. Ja, die haben ja alle so geguckt und. Ja, so Also da muss ich aber kleiner. auch sagen, bevor diese Szene kommt, sie ist ja alleine doch in dem Bad, ne? Im Badezimmer ist sie Genau. doch alleine. Genau. Und sie holt doch eine Spritze, glaube ich, will sie holen. Und dann ist es doch auch so, dass doch der Spiegelschrank zugeht und sie sich doch selber praktisch, also ihr Spiegelbild gibt doch einen anderen Blick wieder. Und zwar schon den Blick des entstellten Gesichts, ne? Genau, ja. Und das finde Aber ich ja auch schon trotzdem. so heftig. Und wenn sie dann, der Spiegel explodiert doch dann vor ihr. Und wenn sie dann ins Zimmer geht, dann finde ich das wirklich also in den Flur geht, finde ich das wirklich unfassbar drückend, diese Stimmung. Also sie sieht das Buch, wird aufgeblättert und also man merkt ihr wirklich diese Angst an, dass da irgendwas ist, was sie absolut ängstigt, zu Tode ängstigt fast. Und dann läuft sie doch Ja. dann los und friert auf einmal doch praktisch ein. Bleibt plötzlich stehen. Mitten in der Bewegung. Und da habe ich, und da ist mir aber leider ein Fehler aufgefallen. Und zwar, das ist leider ein bisschen, leider doof gelaufen. Und zwar ist es so, dass wenn sie zuläuft und stehen bleibt, siehst du ja nur ihre Beine. Vielleicht hast du das vor Augen. Und du siehst da eindeutig, dass sie die Hände oben hat. Aber der direkte Umschnitt, wenn du sie komplett siehst, hat sie die Hände unten. Also neben der, Nee, nach. da habe ich nicht Das, drauf geachtet. der Grund, warum dieser Fehler passiert ist, als sie das gedreht haben und sie zur Kamera zuläuft, wo du nur ihre Beine siehst, wie gesagt, da steht eine Person, also neben der Kamera, die ihr direkt die Handgelenke greift, damit sie so plötzlich stehen bleiben kann. Ja? Ah, Das ist der okay. Grund. Das habe ich mal in dem Making-of gesehen.
Und dann ist es aber so, dass nach dem Umschnitt, was ja dann viel, viel später gedreht wurde, da haben sie an diesen Punkt nicht gedacht. Und da hat sie die Arme dann unten, also praktisch neben der Taille. Und das siehst du halt tatsächlich nach dem Umschnitt, ist mir das damals sogar schon im Kino aufgefallen, dass sie die Arme halt auf einmal anders hat als die Sekunde zuvor. Fällt tatsächlich nicht jedem auf. Und du hast es auch gesagt, es ist nicht aufgefallen. Aber wenn du das nächste Mal siehst, und auch die Zuhörer, die das nächste Mal sehen, werden sehen, ich habe recht. Ja, all das ist halt leider passiert, aber gut, das macht den Film ja jetzt nicht schlecht. Aber das ist halt ein kleiner Fehler, der halt leider drin ist in dieser Szene. Und dann finde ich das natürlich auch klasse, weil du musst dich natürlich auch fragen, was macht sie jetzt? Ne? Sie läuft ja jetzt ins Bad, sie holt, macht doch auch leer, macht sie ja auch irgendwie. Sie holt diese Scherbe, geht in die Wanne. Also, weißt du, du bist als Zuschauer nicht dabei. Du kannst es dir nur vorstellen, was sie tut. Und das finde ich schon echt gruselig. Das finde ich schon klasse. Deswegen, das war schon sehr fies. Das führt uns noch zu einer kleinen Anekdote, wenn man die beiden Remake und Original noch vergleicht. Ja. Und zwar, wenn für die Leute, die meisten kennen den Gag, denke ich schon, wenn es um die Schnittfassung geht, wenn wir jetzt von den Uncut-Fassungen gehen. Ja. Die Tanz der Teufel, also Evil Dead damals, gab es ja nur die Rated-Fassung. Und später kam ja, wie ich erwähnte, mal diese Unrated-Fassung, wo ein paar Sekunden länger war. Ja. Ein paar Sekunden nur. Gut, aber die wurden offiziell released, kam auch schon hier als Edition raus, bla bla bla. Jetzt beim Remake gestaltet sich das etwas anders. Das kam ja im Kino auch bei uns ungekürzt raus. Ja. Später auf Leih-DVD, nicht auf, also als, nicht als Kauf, als Leih-DVD, als Spiel-JK. Ja. Und dort konnte man nach dem Release des Films bei Blair Witch und so weiter verfolgen, dass man immer auch bei Sam Raimi, der war ja beteiligt, gefragt wurde, gibt es denn eine Unrated-Fassung von dem Film? Da wurde das eher so nicht beantwortet oder eher in Richtung Nein. Jetzt kommt's aber. Die Zuhörer können sich das gerne mal bei schnittberichte.com auch angucken. Dann gab's in meinem englischen Kanal die Ausstrahlung des Films. Richtig. Dann gab's aber ein Problem, der war auf einmal länger. Ja, richtig, ich erinnere mich. Die haben, und dann, wie die das geschafft haben, wurde noch nicht hundertprozentig geklärt, aber irgendwie ist auf der Festplatte von dem Sender, wurde dem vielleicht vom Verleih oder so, nicht die normale, sondern die Unrated-Fassung geschickt. Und auf einmal stand da, wie, es gibt eine Unrated. Es gibt eine. Ja, ich erinnere mich daran, das war eher ein Fehler, ne? Das sollte, die sollten das war ein Fehler. Gar nicht kriegen, den Teil. Ja, also, genau, das war ja dann bei Schnittberichten total auch eine Sensation, weil die wollten unbedingt auch an eine Aufzeichnung rankommen und haben dann natürlich dann auch einen Schnittbericht rausgebracht. Ja. Weil wahrscheinlich hat Azubi, hätte ich fast gesagt, oder so, den Evil Dead-Film den zugeschickt, nur halt den falschen Datenträger. Ja, ja. Und was ich ja auch super interessant finde, ist, dass du diese Uncut, also diese längere Fassung tatsächlich kaufen kannst. Das ist aber keine deutsche DVD, also keine deutsche Veröffentlichung. Das ist ja dann, glaube ich, eine finnische oder eine schwedische oder es ist eine norwegische Blu-ray ist das, die aber trotzdem den deutschen Ton hat. Oder ist das mittlerweile auch eine deutsche verfügbar? Weißt du das? Leider ist das nur, das ist nicht nur halb möglich. Es stimmt, die einfachste Quelle ist die, die du genannt hast. Das ist die einfachste und kostengünstigste. Aber es gab auch kurzzeitig einen offiziellen deutschen Release. Aber, jetzt kommt das große Aber. Die ist nur zu einem Weekend of Hell erschienen auf der Börse. Ach ja, okay. Limitiert auf 3000 Stück oder so. Verrückt. Das ist an mir vorbeigegangen. Das ist aber natürlich jetzt, ich sag mal, wer nur den Film haben will, ist das natürlich von den Kosten her keine Option. Ja, ja. Weil das also, ist eher ein Sammlerstück. Du kannst ja den Extended Cut tatsächlich auch mittlerweile bei Amazon schon kaufen, ne? Problemlos, ne? Also, deswegen. Also der kostet, ich habe es jetzt gerade mal geguckt, der kostet, die Blu-ray kostet 16,16, was auch, deswegen. Warum auch immer dieser komische Preis, aber das ist natürlich jetzt echt kein Geld, ne? Das ist ja gar kein, das ist ja ein Hammer, ne? Und deswegen. Bitte? Deswegen. Und dann lohnt es sich für die Leute, die wirklich die unrated haben wollen, das lohnt sich nicht. Aber eigentlich dürfte die doch gar nicht verkauft werden, weil die Spiel-JK-Version, die ich ja auch hier auf Blu-ray habe und die in der Videothek im 18er-Bereich steht, also die Kinofassung von damals, die ist doch eigentlich gar nicht frei verkaufbar, erst recht nicht übers Internet. Eigentlich nicht. Ganz oder? Genau. Und trotzdem aber, gibt es eine Extended-Cut bei Amazon zu kaufen. Kann ja, eigentlich aber ich nicht denk sein. Mal, da die
da die nicht offiziell auf Deutsch erschienen ist, könnte ich mir nur das als Grauzone vorstellen, weil du sagtest ja, das ist eine finnische oder so. Richtig, die kommt, die hat sowohl finnischen als auch norwegischen und ich glaube auch noch schwedischen Untertitel hat die. Also es ist aber trotzdem ein deutsche Sprache ist aber trotzdem mit drauf. Das Ja, finde aber ich es so ist ja nicht interessant. kein geprüfter Datenträger. Da kommt ja das Spiel wieder rein. Die können es ja nur indizieren, Schrägstrich, beschlagnahmen etc., wenn es in Deutschland geprüft Ja, ist. ja. Dann wird es nämlich rechtlich wird's dann kompliziert. Ich sag mal, ich würde mit dem Bestellen schon vorsichtig sein, aber da wird es kompliziert. Das war ja wie bei The Human Centipede. Das konnte mir auch nie einer richtig beantworten. Es gibt den zweiten Teil ja in zwei Fassungen. Es gibt den einmal in Schwarz-Weiß und einmal in Farbe. Ja. Sind jetzt beide als indiziert und beschlagnahmt anzusehen? Weil inhaltsgleich oder nicht? Ja. Da wird es nämlich kompliziert. Ja, ich hab damals gar nicht gewusst, dass es von Human Centipede noch eine Uncut gibt. Ich hatte den damals mal gesehen und fand den halt furchtbar beschissen, muss ich ehrlich sagen. Also er war jetzt furchtbar. Und dann habe ich irgendwann gehört, es gibt den tatsächlich noch eine längere Version. Aber ich glaube, Human Centipede ist eine eigene Folge, ein Das ist ein eigen, eigenes Thema. eigenes Das ist ein Thema, eigenes ja. Aber da war ich doch Thema. auch überrascht, dass es den noch länger gab. Und ich fand den schon schlimm genug eigentlich. Ja, ich habe jetzt ja auch durch dich, bin ich auch wieder. Ich habe hier auch meine ganzen Blu-rays hier wieder hingeschmissen. Ich werde auf jeden Fall mal den Tanz des Teufels jetzt mal morgen mir mal geben, wieder mal seit langem Ja. und mal gucken und dann mal drauf achten auf alles. Ja, genau, okay. Ja, vielleicht erkennst du ja dann auch, was ich sage, ne, dass dann teilweise Englisch zu hören ist, gerade in dieser besagten Szene mit der Falltür, Da ne? werde ich mal drauf achten. Ja. Und wie findest denn du diese bekannte, wir hatten es gerade kurz angesprochen, diese Baumvergewaltigungsszene? Ich meine, ist das nicht eigentlich in gewisser Weise völliger Humbug oder hat das irgendwie eine Bewandtnis? Ich meine, wie kommt man auf so eine bescheuerte Idee? Das ist jetzt das Problem. Ich weiß bei, jedenfalls bei Sam Raimi, weiß ich jetzt nicht genau, wie sein Fundus mit Mythologien und anderen, sage ich mal, Filmarten aussieht. Ja. Da kommt es nämlich jetzt drauf an, weil sonst könnte man sagen, wenn er davon ein bisschen Ahnung hat, dass er sich durchaus aus mythologischen Naturvölkersachen so bedient hat. Und dann irgendeine Anspielung da vielleicht einbauen wollte, von wegen die Mutter, die Natur und solche Geschichtchen. Oder so, ich sag mal jetzt böse, gab es damals auch schon, dass er vielleicht aus dem japanischen Bereich einen sogenannten Hentai gesehen hat, wo solche Tentakelspielchen und so durchaus gang und gäbe sind. Oder er war einfach nur abgedreht. Das könnte es natürlich auch erklären, ja, einfach nur abgedreht. Ich muss sagen, Deswegen, diese. ich weiß nicht, wie sein Stand ist da, das weiß ich nicht. Ja. Also ich muss ganz ehrlich sagen, der Film ist natürlich schon zu Recht Kult. Ja, also er ist zu Recht Kult und er ist auch so, ich finde die erste Stunde auch wirklich noch immer gut. Da hast du schon echt Spannung und sowas. Aber die restliche halbe Stunde oder sowas, wenn es dann nur um das Gemetzel geht, bin ich dann ehrlich gesagt raus, muss ich sagen. Also für mich ist der Film zu Recht ein Kultfilm, aber ich bin jetzt nicht so der absolute, das ist nicht so mein absoluter Favorite, wenn es jetzt um Horror geht. Gut, also ich fand es eigentlich so gar nicht so. Ich fand das als so als geschlossene Einheit sogar sehr gut. Da man erwartet ja, dass dann irgendwie, man könnte ja fast sagen, sogar dieser Gewaltexzess am Ende ist so eine Art Erleichterung, sage ich mal. Weil Ja. am Anfang, wie du schon sagst, es wird durch die Spannung so viel Druck aufgebaut, auf den Charakter wie auch auf den Zuschauer, Ja. dass er irgendwie ein Ventil braucht. Ja. Ja, ist Irgendwie, richtig, das um, stimmt. wie soll ich sagen, da so eine Art Erleichterung zu bringen. Ja. Beziehungsweise, dass der Held auch mal. Der kriegt ja nur Haue auf gut Deutsch in der ersten Stunde. Der kriegt ja nur immer einen reingeschenkt. Ja, das Und dann stimmt, ja. in der Stunde teilt er mal aus. Dann wehrt er sich auch. Ja. Okay, ja, das stimmt schon, Passt ja. schon. Also, die Filme sind auf jeden Fall gut anzugucken. Für mich ist das Remake besser, natürlich, als jetzt das Original, weil das Remake ist ein, es läuft halt durch, das ist praktisch ein Spaß ohne Ende, von Anfang bis zum Ende durchgehend ist das Spaß, während mich Absolut. das Original eher anstrengt. So, glaube ich, kann ich das als abschließenden Satz noch dazu sagen. Ja, muss halt jeder für sich selber so sich entscheiden. Ich sag mal, es kommt wirklich drauf von der Vorerfahrung an. Wenn sich Leute jetzt sagen, oh, ich probiere mal den oder den aus,
muss man schon sagen, für den Neueren sollte man schon ein bisschen was gewöhnt sein. Ja, das stimmt. Und weißt du was? Ich hab das Remake Uncut bei einem ersten Date geschaut. Das ist eine Oh. schöne Idee, oder? Das, naja. Ja, das Weiß war damals, also jetzt meine jetzige Frau. Ich habe damals ist sie zu mir gekommen und da habe ich gesagt, hier, was hältst du davon, wenn wir es uns gemütlich machen und wir, also ich hatte sie schon öfter getroffen logischerweise, ne? Aber anstatt man sich dann hinsetzt und guckt dann irgendwie eine Komödie oder sowas, ne? Nein, ich mache Evil Dead Remake an. Und Na, genau das super. Richtige. Na. Und Nee, heute meiner weiß Freundin ich, gebe ich zu. bitte? Nee, also meiner Freundin dürfte ich das auf keinen Fall zeigen. Sie Ja. ist eher das normale Kino gewöhnt, sage ich mal, bisschen Actionfilm, mehr aber auch nicht. Im Horrorbereich ist sie extremst unbewandert. Ja, okay. Ja, meine Frau ja Ganz auch. gut. Meine Frau guckt gar keinen Horror, das macht sie überhaupt nicht. Also sie hat, Okay. das ist 6 Jahre her, da hat sie es mal einmal gemacht, mir zuliebe mal, aber seitdem nie wieder. Und heute weiß ich, dass sie es nur gemacht hat, weil sie halt nicht Nein sagen wollte. Aber eigentlich war die Idee schon ziemlich bitter. Und wenn ich den Film jetzt gucke und mich daran zurückerinnere, dass ich diesen Film mit ihr geschaut habe, in unserer Kennenlernphase, war das eigentlich schon ziemlich krank. Würde ich sagen, da kann man nur Respekt zollen, weil Ja. das die Neuverfilmung ist schon, ich sag mal, für einen Unkenner harter Tobak. Absolut, absolut, ja. Das ist schon voll drauf. Da heißt das, da werden keine Gefangenen. Macht schon in den ersten 5 Minuten, wie bei dem angesprochenen Exorzismus. Das Ja. ist mehr als mancher Actionfilm Ja, zeigt. das stimmt. Das ist schon ziemlich heftig, ja. Das ist richtig. Und da reagieren manche durchaus empfindlich auf das Thema. Ja, Deswegen, also das stimmt. das ist schon hartes Zeug. Aber Respekt, kann Gut. nur sagen, Respekt. Respekt, allerdings. Gut, also du, wir sind bei weit über einer Stunde gelandet. Ich würde sagen, Ja, das tut ja jeder. wir haben uns gut unterhalten, wir haben es gut durchgekaut, das Thema Evil Dead. Hast du noch ein abschließendes Wort zu sagen? Fällt dir noch irgendwas ein? Ansonsten würde ich sagen, können wir es dabei belassen. Ja, das abschließende Wort ist natürlich, wie jeder Bruce Campbell-Fan weiß, Vlater Verata. Sehr gut. Also besser hätte ich es jetzt auch nicht gemacht. Sehr schön. Gut, du, dann bedanke ich mich herzlich dafür. Das hat mir viel Spaß gemacht. Wenn du möchtest, können wir gerne Mir noch mal eine auch. Folge machen, wenn du magst. Gerne, sehr gerne, sehr gerne. Ja. Also dann schließen wir uns noch mal kurz für einen anderen Film demnächst. Hat mich gefreut und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder, okay? Hören wir uns nicht. Alles klar. Bis Bis denn. dahin. Bis Bis dann. dann. Ciao. Ciao, ciao. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Let's Talk About Horror.